Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal den Hypoallergenic Bell Adventskalender an. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. 36,99 kostet der bei Rossmann. Ich habe ihn gekauft. Als er das erste Mal rauskam, war der richtig gut. Beim zweiten Mal, verbesserungswürdig. Und jetzt habe ich hier, ich glaube, dann den dritten Adventskalender von denen. Und ich bin jetzt einfach mal gespannt, was wir hier drin finden werden. Ich finde es wunderschön, dass wir hier vorne diesen Nussknacker drauf haben. Auch die Engel mit dabei. Sammy ist auch gerade ganz außer Rand und Band. Schade Schokolade. Von innen ist er halt einfach dieses rosa Pink mit Schneeflocken. Naja, aber gut. Wir starten am 1. Dezember mit einem Face Elixir Matcha Tea Extract und Anti-Pollution ist hier die Devise. Und jetzt stehen wir wieder da und wissen nicht, wie viel da drin ist. Also da ist so viel drin wie in einem Lipgloss. Ich würde sagen so 3 Gramm, ne? So schaut das einmal aus und das wird dann wohl ein Gesichtsserum sein. Ich weiß nicht, ob man sowas auch als Primer verwenden kann. Ich kenne das Produkt nicht. Am 2. Dezember bekommen wir einen Nagellack in einer richtig coolen Farbe. Und zwar der Long Lasting Nail Enamel oder Enamel. 10 Gramm sind hier drin und die Farbe ist so ein... Ja, Lavendel, ne? Ich finde das wunderschön. Ich mag ja gerne bunte Nägel, bunte Produkte auf den Fingern, generell auch auf den Augen. Und deswegen freue ich mich darüber. Auch übrigens eine wunderschöne Verpackung, ne? Also dieses hier oben drumherum sieht auch sehr schick aus. Das hier unten ist Glas, also schön. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und der Pinsel ist so ein bisschen abgeknickt. War wohl ein bisschen zu groß für das Kläppchen. Der lässt sich vielleicht wieder gerade machen. Ich meine, ne, schief ist ja bekanntermaßen modern. Das ist dann einfach so ein Shader-Pinsel. Damit kann man theoretisch, wenn er halt nicht so abhängt, eine schöne Cut-Crease ziehen. Und also eigentlich mag ich solche Pinsel mittlerweile sehr gerne. Ich trage auch, wenn ich solche Looks trage, sehr, sehr häufig mir diesen NYX Glitter Glue auf und halt mit genau solchen Pinseln. Ich wasche den mal und guck mal, ob der sich wieder gerade machen möchte. Hier haben wir die Nummer 4 und da kommt wieder dieser Vibe von dem Hypoallergenic Bell Adventskalender, denn hier kommt ein Blush an den Start in der Farbe 01 Sparkling Dew. Auch hier ist es super schwierig, da eine Grammzahl herauszufinden. Ja, der ist sehr schimmernd und den haben wir, glaube ich, jedes Jahr auch im Adventskalender drin enthalten. Ich finde ihn, ehrlich gesagt, ein bisschen zu schimmernd, müsste aber noch eine Version davon bei mir in meiner Schminksammlung drin haben. Ja, ich weiß auch nicht, wie viel Gramm da drin sind. Mal schauen. Am 5. Dezember, ein Tag vor Nikolaus, erwartet uns ein Produkt, was ich in einem anderen Adventskalender auch schon drin hatte, von Hypoallergenic Bell. Ist der Adventskalender davon, ne? Genau. Nee, hatte ich als Lippenpflegestift. Aber das hier ist das Lip Scrub Vegan. Scheint eine Full Size zu sein. Hier ist jetzt auch wieder... Warum schreiben die da keine Grammzahlen drauf? Auch hinten auf dem Adventskalender findet man leider nichts dafür. Ja, ich weiß nicht, verwendet ihr Lippenpeelings? Oh mein Gott, dieser Finger sieht schlimm aus. Um ehrlich zu sein, ich jetzt nicht so wirklich, ne? Also ich peel zwar mein Gesicht auch mit Enzympeelings oder mit Säure, die Lippen lasse ich irgendwie immer aus. Bin da ein bisschen muffelig. Richtig cool. Am Nikolaustag bekommen wir eine komplette Full-Size-Mascara. Und zwar die Long & Volume-Mascara, die so ausschaut. Ich meine, dass ich die auch noch bei mir im Backup haben müsste. Ich blende euch denn nochmal das Bürstchen mal hier neben mir ein. Müsste eine Faserbürste sein. Und das zu Nikolaus finde ich richtig gut. Der 7. Dezember ist riesig vom Kläppchen her. Da befinden sich Oil Control Blotting Papers. 100 Stück sind hier drin enthalten. Ja. Finde ich gut. Habe ich hier aktuell aus einem anderen Adventskalender auch liegen, weil wenn ich hier mit Weihnachtsmütze und voller Montur bei 24 Grad Außentemperatur, das war ein Reim, drehe, dann muss ich das wirklich nach jedem Dreh einmal kurz machen, weil es wird warm hier. Ja, finde ich gut tatsächlich mittlerweile. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht, aber die Adventskalenderpacker wissen natürlich nicht, dass Sammy da Geburtstag hat. Hier habe ich einen Augenstift drin und zwar den Longwear Eye Pencil. Dürfte auch eine Full Size sein. Das ist einfach ein klassisches Schwarz. So ein herausdrehbarer, ja, Kajal ist das im Prinzip. Ne? Also genau, schaut so aus. Ist einfach eine ganz simple Spitze oben. Ja, kann man gebrauchen, wenn man möchte. Hier hinten dreht man das Farbe 01. Ne? Ja, für Smoky Eyes, glaube ich, ganz gut geeignet. In der Nummer 9 dürfen wir uns über unser nächstes Nagelprodukt freuen und da haben wir ein Ultra Care Nail Oil mit 10 Gramm drin enthalten, was super fancy aussieht, weil das so ein bisschen holographisch
für mich auf jeden Fall einen Schein mit dabei hat. Finde ich gut. Also Nagelöl verwende ich super gerne an den Händen, an den Füßen. Sollte ich jetzt auch mal regelmäßiger verwenden, wenn ich hier den ganzen Tag Adventskalender auspacke, weinen meine Hände am Ende des Tages nämlich wirklich. In der Nummer 10 darf es mit dem Anti-Redness Primer weitergehen. Das sind 11 Gramm hier drin. Den hatte ich auch schon mal in der Full-Size da. Also ich habe jetzt nicht so die Probleme mit Rötung, deswegen brauche ich den jetzt nicht so. Ich bin eher so der Feuchtigkeitsfreund, aber ich finde es gut, dass es drin ist, weil Hypoallergenic Base steht ja auch wirklich dafür, dass Menschen mit sehr sensibler Haut oder halt auch wirklich, wenn sie Rosacea oder sowas haben, die Produkte verwenden. Und deswegen passt in diesen Adventskalender auch ein Anti-Redness Primer, finde ich. In der Nummer 11 haben wir ein Produkt drin, was man auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so kennt. Das ist ein Haardonut und ich habe damals sowas auch super gerne verwendet. Müsste ich mal wieder machen. Ich habe dann irgendwann einfach angefangen, eine Socke dafür zu nehmen. Und das ist einfach so, dass man sich dann quasi so einen Pferdeschwanz oben auf der Rübe macht, so eine schöne Asipalme, ne? Dann zieht man sich das komplett durch, hat dann hier auch die Haare so raus, ne? Und dann zieht man das ganze Ding bis zum Ende der Haare. Seht ihr gar nicht? Bis zum Ende der Haare. Und dann wickelt man das so auf und hat am Ende dann hier quasi den mit Haaren umwickelten Donut auf dem Kopf und ist mega cool. Ne? Dann machst du da einfach ein Haargummi drum zu oder ein Scrunchie und dann sieht das auch ziemlich fancy aus. Also eigentlich echt cool. Also finde ich jetzt ein bisschen random, dass wir hier ein Haarprodukt drin haben, aber es hat was. Oh schön, zur Halbzeit bekommen wir ein Fixing Matte Powder. Ja, auch das ist eine, man weiß nicht, wie viel hier drin ist, Größe und schaut einmal so aus. Finde ich sehr, sehr cool, dass wir das hier auch drin enthalten haben. Das erinnert mich auch wieder so ein bisschen an dieses Full-Face-Adventskalender-Feeling, was wir mal hatten, als wir den vor 2 Jahren ausgepackt haben. Weswegen ich den Adventskalender eigentlich auch echt immer sehr empfehle. Ja, siehst du, hier geht es nämlich schon wieder weiter. An dem 13. Dezember haben wir eine Brow and Lash Gel Mascara. 0,24 Unzen, ich weiß nicht wie viel, 7 Gramm sind das, genau. Und das ist einfach ein Augenbrauengel. Finde ich total super, dass sowas hier drin ist, vor allem in der Farbe, weil es halt durchsichtig ist, ne? Das kann jeder verwenden, egal welche Haarfarbe man hat. Man braucht halt nur ein paar Augenbrauenhärchen. Das Produkt aus dem 14. Dezember könnte ich mir vorstellen zu behalten, denn eben als ich meine Lippengedönsen-Geschichte aufgetragen habe, habe ich mir gedacht, der Lip Liner ist schon ein bisschen älter und der macht es nicht mehr so lange, ich bräuchte mal einen neuen roten Lip Liner. Das hier ist nämlich ein Longwear Lip Pencil in der Farbe 04, also das ist wirklich ein richtig schön klassisches Weihnachtsrot, was meiner Meinung nach auch definitiv in einen Adventskalender reingehört, finde ich super. Das ist mutig, aber irgendwie auch cool. Am 15. Dezember haben wir einen Aloe Eye Concealer mit Lichtschutzfaktor 25 hier drin enthalten. Das ist wirklich mutig, ne? Kann man nicht anders sagen. Auch hier weiß ich nicht, wie viel Gramm hier drin enthalten sind. Hier würde ich auch wieder auf 3 Gramm tippen. 01 Light ist die Farbe. Sie sieht sehr, sehr dunkel aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ganz cool ist. Und ich sammle ja auch so ein bisschen für ein Full-Face Adventskalender-Produkte. Und ich denke, da wird er mit reinkommen. Ich swatch den mal für euch, damit wir einfach uns auch mal einen Überblick über die Farbe machen können. Und der könnte bei mir auf jeden Fall sehr gut passen. Ja, ne? Also ja, und bei Concealer würde ich tatsächlich auch eher sagen, in den Adventskalender eher eine Farbe zu hell reinpacken als eine Farbe zu dunkel. Und hier haben sie die Farbe 01 reingepackt. Super. Wenn auch sehr, sehr mutig, muss ich wirklich an dieser Stelle noch dazu sagen. Am 16. Dezember erwartet uns ein Maskenpinsel. Auch das relativ random, weil wir noch keine Gesichtsmaske hier drin hatten. Also ja, kann man machen. Das ist so ein Silikonpinsel, davon habe ich jetzt auch schon welche da. Also ich persönlich mag es einfach lieber, meine Crememasken mit entweder meinen Händen aufzutragen oder mit einem, kennt ihr diese dünnen Foundation-Pinsel? Ne? Die verwende ich nämlich beim Schminken eh nicht. Und wenn die in einem Pinselset drin sind, nehme ich die einfach mit runter. Und ist hier jetzt halt mit drin enthalten. Wenn hier eine Maske drin ist, dann macht das Sinn. Ansonsten ist es sehr random, genau wie das Haarprodukt. Eine Woche vor Heiligabend haben wir hier drin eine Night Lip Mask. Okay, die trägst du aber nicht mit dem Pinsel auf. Kollagen mit Kokosnuss, Weizen und Wheat and Corn. Ist Korn Mais? Ich glaube schon, ne? Night Lip Mask finde ich persönlich ganz cool. 10 Gramm sind hier drin. Sowas stelle ich mir nämlich einfach auf mein Nachttischchen und gebe mir das dann auf, wenn ich halt schlafen gehe, ne? Gepflegt geht man ins Bett. Und dann kann man sich am nächsten Morgen schminken. Das ist nett. Richtig cool. Wir haben hier was für meinen Hauttypen auch am 18. Dezember drin enthalten. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Ein Hydra Face Serum. Und das ist für trockene Haut geeignet. 0,17 Unzen. 5 Gramm. Oh, also sind in dem 5 Gramm drin. Dann sind hier auch in dem Nummer 1 5 Gramm drin. Sind dann hier auch
Wie viel Gramm bist du denn? Bei dem Concealer bin ich mir immer noch unsicher. Das könnten dann nämlich auch 5 Gramm sein, weil das ist genau die gleiche Größe, ne? Gehen wir einfach mal von 5 Gramm aus. Okay, ja, finde ich super. Kann man sicherlich auch als Primer verwenden. Das scheint so 2 Phasen zu haben. Seht ihr das? Weil hier unten, ja, den Finger klappe ich mal weg, weil da ist gerade Au dran. hier habe ich nämlich diesen Strich. Das sieht aus wie 2 Phasen. Sehr, sehr interessant. Am 19. haben wir einen Highlighter-Stick drin. Also haben wir quasi einen Blush, einen Highlighter, einen Puder. Fehlt nur noch nachher ein Bronzer. Also wirklich krass, Leute. Ultra Shiny Highlighter-Stick. In der Farbe 01 Radiant Glaze ist der enthalten. Auch hier steht wieder keine Grammzahl drauf. Warum nicht? Naja, so schaut er auf jeden Fall aus. Ich guck mal, ich suche euch irgendwelche Preise raus. Das ist ein recht kühler Ton, weil das so rosig ist, ne? Wird zu meinem Hautton auf jeden Fall mega passen. Am 20. Dezember, herzlich willkommen im 20er-Bereich, haben wir einen Blush drin. Ach, der hält was aus, das ist ja super. Das ist die Farbe 02 Frozen Rose. Und ich glaube, den gibt es auch im Standardsortiment. Das heißt, da haben wir dann jetzt auch endlich mal eine Orientierung, wie viel Gramm sowohl in dem Puder als auch in dem Blush. Und in dem Blush ist da ein bisschen weniger drin, vielleicht ein halbes Gramm weniger. Naja, warum 2 Blushes? Man weiß es nicht. Also hier habe ich ja ein relativ kühlen Ton und der andere ist etwas peachiger, würde ich sagen, ne? So schauen die aus. Vielleicht, weil der hier wirklich sehr, sehr shiny ist und fast schon als Highlighter durchgeht, aber wir haben ja einen Highlighter-Stick. Keine Ahnung. Also da hätte ich mir lieber einen Bronzer gewünscht, ne? Vielleicht kommt der ja trotzdem noch. Am 21. Dezember erwartet uns wieder ein Nagelprodukt und das ist ein French Nail Enamel, ich glaube Enamel heißt Nagellack oder so, ne? 10 Gramm. Und ich weiß nicht, wie die Farbe heißt, das steht hier so nicht drauf. Das ist so ein, es ist nicht weiß, es ist so mit, also es ist weiß mit so einem Hauch, mit einem ganz kleiner rosa. Ja. Weiter geht unser Endspurt am 22. Dezember mit einem Schwamm. Und da hatte ich auch aus dem letzten Adventskalender einen. Ich habe jetzt mittlerweile genug, aber der ist echt gut. Also den kann ich wirklich empfehlen. Der wird dann an jemanden anderen weitergehen, aber definitiv auch jemanden glücklich machen, weil der so schön weich ist und das Make-up schön verteilt, einblendet und so weiter. Ne? Richtig, richtig gut. Okay, wir haben jetzt am 23. Dezember, einen Tag vor Heiligabend, noch eine Mascara drin. Ultra Volume Mascara, 0,28 Unzen, also 8 Gramm sind hier drin enthalten. Die Black, 2 Mascaras, dafür kein Lippenstift. Sehr interessant. Ich meine, gut, so einen Lip Liner kannst du dir auch komplett auftragen, das ist dann quasi wie ein Lippenstift, ne? Ja. Gut, dann eine zweite Mascara. Aber trotzdem irgendwie cool. Also Mascara, vielleicht ist die eine nichts für den einen und die andere ist nichts für den anderen. Und dann passt das schon. Oder man freut sich über 2 Mascaras, ne? Was meint ihr? Von der Kläppchengröße hätte ich am 24. Dezember jetzt gedacht, dass wir irgendwie einen Bronzer bekommen oder eine kleine Lidschattenpalette oder so. Nö. Wir haben hier etwas drin enthalten, was praktisch ist, aber irgendwie nicht in der 24 gehört. Es ist nämlich, und ich meine, dass wir sowas letztes Jahr auch drin hatten, ein Taschenspiegel. Das ist witzig, ich habe mir gerade erst einen neuen gekauft. Sonst hätte ich den jetzt behalten, aber egal. Meiner hat Bambi vorne drauf. Oh, guck mal, hier hast du wirklich eine zweifache Vergrößerung, hier eine einfache. Also das ist ein guter Taschenspiegel, ne? Gut, hast du den in der 24. Jo. Nach wie vor finde ich diesen Adventskalender wirklich toll. Und das ist auch einer, den kann man dann, wenn er dann leer ist, auch im Papiermüll entsorgen, weil der hat hier auch ein Papier-Inlay, ne? Und wir haben Nagelprodukte mit dabei. Ein paar Random-Produkte, wo ich nicht unbedingt weiß, warum. Vielleicht einfach wirklich Füllprodukte. Ein bisschen interessant, dass wir 2 Blushes drin haben. Das hatten wir letztes Jahr, glaube ich, auch. Und auch, ach, du ahnst es nicht, bin ich doof? Das ist ein Eyeshadow. Schön, dass ich lesen kann übrigens. Ihr habt es bestimmt schon 5-mal jetzt in die Kommentare geschrieben. Duh, die Nummer 4 ist ein Eyeshadow. Hä? Das ist natürlich toll, ne? Okay, okay, dann haben wir halt nicht 2 Blushes drin. Boah, bin ich ein Horst. Nichts gegen Horst, ne? Aber schon irgendwie dumm von mir gewesen. Egal, 2 Mascaras finde ich trotzdem interessant, weil da hätte ich mir entweder einen Bronzer dafür gewünscht oder halt einen Lippenstift. Ne? Wobei, wie gesagt, du kannst den Lip Liner auch komplett auftragen. Aber ansonsten ist es ein geiler Adventskalender für 36,99 €. So viele Schminkprodukte. Wäre natürlich super nice, wenn der Concealer auch denjenigen passt, die den Adventskalender auspacken. Ansonsten hast du wirklich so viel auch hier mit dabei.
was ich großartig finde, oder? Und sicherlich haben wir auch einen netten Wert. Also, ne, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Adventskalender so denkt. Aber ich feiere den, da kann ich nichts anderes zu sagen. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.